Besser Hut oder doch Mütze? Wenn ich es nur wüsste. Hut oder Mütze? Heut mal Mütze. Alle Preise steigen unglaublich. Besonders die Energiepreise gehen wahnsinnig in die Höhe. Auch Lebensmittelpreise steigen sehr stark. Deswegen für mich als Möchtegern-Selbstversorger immer wichtiger, viele Lebensmittel haltbar zu machen, viel im Garten anzubauen. Und so habe ich möglichst viel im Vorratskeller, von dem ich dann leben kann. Ich merke das auch beim Einkaufen. Seitdem ich hier den großen Garten habe, ich gebe deutlich weniger für den Einkauf insgesamt aus. Ich achte immer auf hochwertige Lebensmittel, aber dennoch, ich muss viel weniger einkaufen und kann gut von meinem Garten leben. Nein, 100% Selbstversorgung geht nicht, das ist ganz klar, aber immerhin einiges kann ich hier raus ernten. Ich habe ja auch meine Hühner. Warum sitzt ihr denn noch auf der Stange so mitten am Tag? Von denen habe ich nicht nur die Eier, ich habe mir schon seit zig Jahren keine Eier mehr selber gekauft, sondern auch das Fleisch von den überzähligen Hühnern. Dazu aber später mehr. Und nein, meine Hennen schlachte ich nicht, nur die überzähligen Hähne. Gell, ihr? Brav bleiben. Und jetzt schauen wir uns noch an, was ich sonst noch im Garten habe. Es ist ja ein unglaublich gutes Tomatenjahr. Wie ist es bei euch ausgefallen? Tomaten wachsen wie irre. Schaut euch mal das an. Wir haben schon dreimal groß durchgeerntet und es ist immer noch so viel. Das wird auch noch alles reif. So eine Menge. Das hier sind die Black Cherry Tomaten. Journey Prince, Eva's Sweet White, Ananas-Tomate, die ist dieses Jahr nicht so gut gekommen, aber der Ertrag war trotzdem völlig okay. Und auf der anderen Seite vom Gewächshaus kommen ja immer so Tomaten hin, die ich versuchsweise anbaue. Und eine Sorte hat mich besonders überzeugt, das ist die Ukrainian Purple, diese hier. Also die wächst wirklich üppig. Und dazu schmeckt die Tomate auch noch super gut. Es ist morgens früh, deswegen hängt hier noch ein bisschen Tau dran. Das macht aber nichts. Wichtig ist immer, dass die Tomaten tagsüber gut abtrocknen können. Also wirklich eine üppige Ernte hier bei der Ukrainian Purple. Aber auch die gelbe Ivory Egg, also Elfenbeinei, die hier sind auch gut gekommen, schmecken ganz gut. Ja, und was mich besonders freut, ist diese Tomate hier, die jetzt noch so ein bisschen kommt, Orange Purple Stripe. Sie hat am Anfang gar nicht getragen, jetzt kommt so ein bisschen was. Das wird schon noch reif werden. Gurken hatten wir wirklich bis zum Abwinken, richtig gute Ernte dieses Jahr. Jetzt sind sie aber fertig. Jetzt werden die Blätter trocken und außerdem haben wir hier, man sieht's, Spinnmilben dran. Die restlichen gelben Gurken, die jetzt noch dranhängen, daraus machen wir wahrscheinlich Salzgurken. Hier sind meine YOLO Wonder Paprika. Die werden jetzt zum Glück auch einigermaßen groß. Es hängen auch viele dran, auch wenn die Pflanze an sich nicht allzu groß geworden ist. Drei Pflanzen YOLO Wonder, drei Pflanzen Chili Anaheim, kommen sehr schön. Auch hier ist die Pflanze ziemlich klein geblieben, aber es hängen viele Früchte dran. Dafür begeistert mich diese Chili-Pflanze hier. Sorte San Felipe. Sie hängt voll mit Früchten. Sie werden rot und reif. Wir haben schon ein paar Mal geerntet. Und das Schöne dabei ist, eine war richtig scharf und die restlichen, so wie sie sein sollen, mild. Und hier Violet Mist, also violetter Nebel. Richtig schöne Paprikaschoten. Toll. Zum Glück habe ich schon ein paar gegessen. Die restlichen werden einfach faul. Von den Schnecken hier zum Beispiel angefressen. Da sitzt zum Beispiel eine. Ah, ist das ärgerlich. Hopp. Die Schnecken fressen da rein. Die Früchte faulen. Das sind Honigmelonen. Und wem das Wetter hier richtig gut getan hat, das waren den Kürbissen. Die sind toll gewachsen. Hier am großen Gewächshaus habe ich ja Kürbisse angepflanzt. Und zwar so die restlichen, die ich übrig hatte. Die sind noch mal richtig schön gekommen.
und sie werden groß. Da sieht man einen. Wusstet ihr, dass man pro Ölkürbis rund 300 Kerne ernten kann? Schmecken außerdem saugut. Dass man aus einem Kilogramm Samen rund 350 Milliliter Öl pressen kann. Und dass man vom Ölkürbis auch das Fleisch essen kann, solange die Kürbisse noch jung sind. Das sind Ölkürbisse. Die Ernte werde ich natürlich zeigen. Bleibt dran, bleibt dabei. Und wenn ihr Bock habt, macht ein Abo, dann verpasst ihr nichts. Kostet ja nichts. Luzi, oben im Baum, mitten im Strauch. Also, das ist doch nichts. Komm. Psst. Na komm. Ja, komm her, Kleines. Oh, Schatzele. Was machst du da oben im Baum? Hä? Dann habe ich hier im Kräuterbeet am Haus noch einen Kürbis hingepflanzt. Größenvergleich. Der hat seine Farbe schon von grün nach gelb geändert, weil er schon reif ist. Und in die Ecke hier auch noch einen. Die sind beide ein bisschen kleiner geworden, macht aber nichts. Das sind auch nur restliche, die ich übrig hatte. Und hier in einen freien Fleck ins Kräuterbeet gepflanzt habe. Und das hier ist mein Kürbisfeld. Hat sich stark vergrößert und es liegen überall Kürbisse drin. Hokkaidos. Hier sieht man sie rausblinzeln. Die Orangenen. Wenn ich mal mit der Kamera drüber fahre, dann könnt ihr sie erkennen. Orangene Hokkaidos und die gelblichen, das sind die Ölkürbisse. So langsam kommt aber der Mehltau hier schön zu erkennen an dem Blatt. Aber klar, wir haben September und die Kürbisernte, die steht vor der Tür. Schaut mal, was für schöne Früchte da sind. Und auch hier vorm Haus habe ich ja noch mal ein Beet, da wachsen die Rosen drin. Und bei mir war ja Benjamin zu Besuch, Rosenexperte. Der hat mir gesagt, hier, wie ich die genau schneiden muss, damit sie noch mal blühen ein zweites Mal. Und tatsächlich, schaut her, was für wunderschöne Blüten da noch mal rausgekommen sind. Benjamin, vielen Dank dafür. Spitze. Oh, und die riechen auch so gut. Was ist da oben los? Ja, da oben sind ja zwei Vogelhäuschen. Einmal da, einmal hier. Und hier in das linke, da haben sich Hornissen eingenistet. Und ich werde mal versuchen, mit der Kamera näher ranzugehen. Denn sie haben das Nest rausgebaut. Ihnen wird es drinnen wahrscheinlich zu eng. Und fangen jetzt an, außen das Nest zu erweitern. Dann nehme ich doch mal die Kamera und gehe ganz vorsichtig in die Nähe des Nestes. Bitte seid mit sowas vorsichtig. Hornissen sind zwar friedliche Tiere, aber in der Nähe des Nestes, das mögen sie gar nicht und da können sie auch angreifen. Hier hört man dieses typische Knurpseln, das ist der Nestbau und natürlich die Flügelschläge. Damit klimatisieren sie ihr Nest. Oh, jetzt heißt's Vorsicht, sie greifen an, sie sagen, hau hier ab. Das ist unser Bereich. Dann entferne ich mich mal lieber vorsichtig, störe die Hornissen nicht weiter. Hornissen sind so wichtige Tiere in der Natur. Ich bin so froh, dass sie dort ein Nest gefunden haben. Denkt dran, Hornissen sind zwar friedlich, aber in der Nähe des Nestes, da mögen sie es gar nicht und können angreifen. Und die Aufnahmen habe ich gemacht mit meinem DES-Drohnenersatzstab. Funktioniert für kleine Höhen auch und ist viel schonender für solche Tiere. Denkt bitte dran, Hornissen sind so friedliche und nützliche Tiere. Entfernt die Nester nicht, es ist sowieso verboten. Die Himbeeren, die ich hier vor ein paar Jahren mal hingepflanzt habe, entwickeln sich prächtig. Letztes Jahr war eines der besten Himbeerjahre. Dieses Jahr schon wieder. Meine Frau macht gefühlt alle zwei Wochen Himbeermarmelade, einige Gläser und sie wachsen weiter. Es hängen so viele schöne Früchte dran. Wann haben wir das letzte Mal Marmelade gekauft? Vielen Dank an meine Frau für die viele Arbeit. Es lohnt sich. Gerade vorgestern durchgeerntet, schon wieder sind welche reif. Wahnsinn. Dieses Jahr ist wirklich toll für Himbeeren wieder. Und alle ohne Wurm. Herbsthimbeeren kann ich euch einfach nur empfehlen. So gut. Und wer von euch errät, was das hier für eine wuchernde Pflanze ist? Nein, es ist kein Hanf, auch wenn sie so gezackte Blätter haben. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, weil es hängen so gut wie keine Früchte dran. Da sehe ich zwei Stück rausblitzen.
das hier. Schreibt's mal in die Kommentare, was das ist, und ich löse es nachher aber auch auf. Mit Kohl habe ich dieses Jahr leider Pech. Entweder wird er von Schnecken angefressen, wie hier, aber der sieht noch sehr gut aus im Vergleich zu dem hier, der dann anfängt zu faulen. Noch schlimmer ist es mit dem Sellerie, dem es viel zu trocken war dieses Jahr. Schaut mal, wie winzig klein die Knollen hier geblieben sind. Dem hat ganz klar Wasser gefehlt. Ich habe ja nicht gegossen, aber komischerweise, die Zucchinis, die wachsen toll, trotz ohne Gießen. Die Sorte ist wirklich klasse. Und auch der Blumenkohl kommt schön, auch wenn hier so ein paar Schnecken zu sehen sind, zumindest die Überbleibsel von denen. Aber kann man abwaschen, der kommt in Kürze in die Küche, werden wir essen. Bei den Karotten sind ein paar in die Blüte gegangen, macht aber nichts. Hier werde ich Samen nehmen für nächstes Jahr. Und ansonsten ist die Karottenernte gut. Sie sehen wie immer lustig aus, macht mir aber gar nichts aus. Sowas ist nicht verkäuflich draußen, aber für die Rigotti-Küche ideal geeignet. Als richtig gut erwies sich der Tipp eines Zuschauers, hier die Pimientos de Padron-Paprika, Bratpaprika, draußen anzubauen. Sie kommen, sie wachsen toll. Wir haben schon ein paar Mal gegessen davon. Hier ist die Chili Erotica. Sie ist mir zu scharf. Und was daran erotisch sein soll, ich weiß es nicht. Für mich sehen die eher aus wie so Glocken. Hier im Hochbeet wächst auch die Petersilie gut, fühlt sich wohl. Daneben Basilikum, schon viel abgeerntet, der wächst wie wild. Daneben nochmal Knollensellerie, der hier sieht etwas besser aus, aber auch nicht besonders groß. Zumindest wird es da eine Ernte geben. Fenchel kommt dieses Jahr klasse, den mag ich gern einfach halbieren, in der Pfanne anbraten und so, dass er knackig bleibt, wunderbar. Oder roh einfach in einen Salat, so ist er eh am gesündesten. Hier haben wir Petersilienwurzel, schauen wir mal, was draus wird. Und hier genauso ein Desaster wie im Gewächshaus. Irgendeine Krankheit hat meine ganzen schönen Honigkürbisse dahin gerafft. Sie faulen alle dahin. Zum Glück haben wir schon einen gegessen. Der hier, der könnte noch was werden. Hier kommt gerade eine faulige Stelle, aber der Rest ist was. Wird gleich geerntet und gerettet. Und ihr seht, sie sind relativ klein geblieben, werden normalerweise anderthalb mal so groß. Der Mais hat das Glück gehabt, dass wir ein paar Mal Regen hatten zwischendrin. Er hat sich also erholt, er ist gewachsen. Und man sieht, die Kolben sind dick, essbar. Wir haben schon einmal gegessen, Süßmais, oh, köstlich. Einfach nur kurz in Wasser heiß gemacht, dann Butter und Salz drauf, abgenagt. Schmeckt super. Kann ich euch nur empfehlen, baut Süßmais an. Es ist einfach, unkompliziert und schmeckt gut. Man kann ihn auch gut haltbar machen. Wie das geht, werde ich mal zeigen. Der Beinwell steht das dritte Mal schon wieder auf, nachdem ich ihn runtergeschnitten habe. Dieses Mal lasse ich ihn wachsen bis zum Herbst, also bis in den Herbst hinein. Der Rest davon, der ist in der Pflanzenjauche gelandet. Und hier habe ich ein Feld von Minze, alles voll. Da haben wir schon zweimal durchgeerntet, getrocknet. Das gibt Tee für den Winter. Aber auch jetzt im Sommer, wenn man den kühl trinkt, diesen Tee, oh, ganz erfrischend und lecker. Und auch hier im kleinen Gewächshaus ist die Ernte von den Tomaten bisher super gewesen. Schon ein paar Mal durchgeerntet, hängen immer noch viele Früchte dran. Ein paar Paprikas wachsen hier nicht so toll. Wassermelone, der gefällt es hier auch nicht so gut dieses Jahr. Aber insgesamt kann ich mich nicht beschweren, die Ernte ist gut. Auch hier im Erdbeerfeld gibt es noch was zu ernten, auch wenn es nicht mehr viel ist. Es kommen immer wieder Erdbeeren nach und für so einen Nachtisch frische Erdbeeren, das lohnt sich schon. Also ich bin großer Erdbeerfan und auch da hat meine Frau schon einige Gläser Erdbeermarmelade eingemacht. Auch der Lauch wächst wunderbar, da haben wir zwei Reihen, genauso wie die Karotten, die sich hier zwischen den Sonnenblumen verstecken. Aber auch hier wird die Ernte prima, viele Karotten dieses Jahr. Die Karotten lasse ich außerdem gerne lange in der Erde, hole sie erst dann raus, wenn ich es brauche. Erst so im Winter, solange kein Frost ist, der tief runtergeht, halten die in der Erde wunderbar durch. Man muss sich immer nur erinnern, wo sie gewachsen sind, denn das Grün, das wird ja trocken und man sieht es nicht mehr. Ein Zuschauer hat mich gefragt, ob ich denn auch Miscanthus habe im Garten. Ja, schaut her, hier mache ich gerade einen Versuch. Habe einige Rhizome in Töpfe gesteckt hier unten. Die sind auch gut gekommen. Die werde ich
an die Streuobstwiese hinten Richtung Straße hinpflanzen. Einfach so als Sicht und vor allem als Lärmschutz, weil die vorbeifahrenden Autos schon ganz schön laut sein können. Und wenn das erstmal dicht und groß gewachsen ist, könnten Lärm ein bisschen aufhalten. Jetzt wollte ich im Holunder gerade meine Beeren ernten. Und was sehe ich? Die Vögel waren schneller. Oder es hängen nur noch solche Vertrockneten dran wie hier. Da, die haben einfach unter der Hitze und Trockenheit gelitten. Schade. Zum Glück habe ich noch mal einen Holunderbaum, aber auch hier sieht es nicht so gut aus. Da sitzen die Vögel ständig drin, fressen mir die Beeren raus, was aber völlig okay ist. Zum Glück haben wir hier in der Gegend viel Holunder am Wachsen. Da kann ich auf jeden Fall noch mal ernten, um einen Holundersaft zu machen. Bei Holunderbeeren aber aufpassen, nicht roh essen oder den Saft roh trinken, nur gekocht, denn roh ist er giftig. Leider muss ich es immer mit einem Netz schützen hier. Meine Kohlsorten, Brokkoli. Dafür wächst er prächtig hier. Das ist die zweite Charge. Wer meine Videos verfolgt, wird sehen, die erste Charge ist gleich in die Blüte gegangen. Dann habe ich noch mal einen angepflanzt und der kommt jetzt zum Glück schön. Brokkoli mag ich total gern. Die Kohlpflanzen, die sollte man tunlichst mit solchen Netzen hier schützen. Schön engmaschig, das ist wichtig. Ansonsten fressen einen die Raupen der Kohlweißlinge alles zusammen. Hier neben den wunderschönen blühenden Tagetes, die blühen schon so lange, kann ich euch nur empfehlen, habe ich ja Bohnen, da haben wir schon ordentlich geerntet und ich habe Tomaten angebaut, draußen. Leider, naja, funktioniert das bei mir nicht so gut. Ihr seht, es hängen zwar welche dran, aber alle grün und die Pflanzen werden nicht groß. Funktioniert bei mir nicht so gut. Der Quittenbaum, der hängt wieder voll mit Früchten, funktioniert fast jedes Jahr richtig klasse. Einfach schade, dass man die Quittenbäume nur noch so selten in den Gärten sieht. Funktioniert so einfach und ich habe auch noch nie gesehen, dass in den Quitten irgendein Wurm oder sonst irgendein Schädling dran war. Einfach empfehlenswert und sie schmeckt auch so gut. Hier bei meinem Nashi-Baum, also der japanischen Birne, hängen jede Menge Früchte dran. Ich habe auch schon einige weggemacht, damit die, die hängen bleiben, ein bisschen größer werden. Leider sind sie klein geblieben. Vielleicht wachsen sie noch ein bisschen und vielleicht schmecken sie, wenn sie dann mal reif sind. Bin gespannt. Und was dieses Jahr auch wieder super funktioniert, sind die Trauben. Sie hängen voll und sie werden schon reif und schmecken so gut. Mmh. So saftig, so süß. Mmh. Ein richtiger Durstlöscher. Klasse. Daraus werde ich Saft machen und natürlich möglichst viele hier direkt essen. Denn so sind sie am gesündesten. Aber es sind so viele, dass sich dies Jahr wieder ein Saft lohnt. Köstlich. Und wisst ihr, was man auch gut ernten kann? Die Samen von den Brennnesseln hier. Die, wenn sie reif sind, einfach abzuppeln. Dann kann man sie übers Müsli streuen. Schmecken total gut, so ein bisschen nussig und sollen auch noch irre gesund sein. Die sind leider noch nicht ganz reif. Aber schmecken auch jetzt schon. Dummerweise haben die auch Brennhaare. Ich habe mich gerade in den Lippen hier gebrannt. Ja, muss ich jetzt durch. Aua. Unglaublich, aber halb so wild. Hier neben meinen Kohlpflanzen und einer Zucchini-Pflanze noch mehr Kohl. Alles von den Schnecken angefressen, wirklich ärgerlich dieses Jahr. Hier hatte ich meine Physalis stehen. Da steht noch eine große Pflanze, Physalis. Die restlichen habe ich rausgerissen, die waren eh schon am Ende. Und da liegen sie. Die Ernte war gut, aber alle winzig klein leider. Ich habe schon sehr viele rein ins Haus und meine Frau hat eine tolle Marmelade draus gemacht. Und auch hier eine Reihe Kohl, das ist Palmkohl für den Winter. Da hinten Rosenkohl und hier eine Reihe nochmal Karotten und da Lauch. Ich schätze, du kleines. Ja, manchmal lässt die Quitte hier ein paar Früchte fallen, ist aber ganz normal, wenn es zu viel sind. Aber die Ernte wird dennoch richtig gut sein. Schätzele. Ach, wisst ihr, was ich euch auch noch zeigen wollte?
Hier im großen Gewächshaus hatte ich ja letztes Jahr ein großes Problem, nämlich, wer weiß es noch, die Samtfleckenkrankheit. Haben meine Tomaten so ziemlich dahingerafft, war nicht schön. Und es soll vor allem eine Krankheit sein, die ziemlich resistent ist, bleibt über den Winter, kommt nächstes Jahr wieder. Was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen recherchiert und in Dänemark hat man Versuche gemacht, zwar nur mit Obstbäumen, aber ich habe gedacht, das wende ich auch auf meine Tomaten an, und zwar Senf. Senfkörner gemahlen, das in die Erde einbringen und gießen mit Wasser. Dann kann der Senf seine Kraft entfalten, die Senföle wirken lassen. Das ist ja diese Schärfe. Und was ist passiert bei meinen Tomaten? Sie wachsen super. Wenn ich mir die Tomatenpflanzen so anschaue, natürlich sind sie oben super grün und saftig. Und auch unten wachsen sie nach wie vor gut. Klar sehen da die Blätter etwas gebraucht aus, aber die sind ja schon ziemlich alt. Normalerweise sind die hier noch viel mehr vertrocknet, so wie hier unten. Ganz normal vertrocknet, aber die Samtfleckenkrankheit, die scheine ich wirklich besiegt zu haben. Wahrscheinlich war es eine Kombination aus dem geschroteten Senf, den ich hier in den Boden eingearbeitet habe, zusammen mit den Hackschnitzeln hier. Dicke Schicht Hackschnitzel auf dem Boden, so kann nichts von der Erde zurückspringen auf die Tomatenblätter hier. Also ich bin wirklich erstaunt, wie gut das gewirkt hat und bin froh, auch über euch, weil ihr mir bestimmt die Daumen gedrückt habt, dass das Ganze hier funktioniert. Gesunde Tomaten und wir haben hier ja Anfang September. Klasse. Wenn ihr euch mit Gartenschere und Handschuh bewaffnet, könnt ihr euch so eine verdorrte Blüte von der wilden Karde abschneiden. Da fallen dann noch jede Menge Samen raus. Die könnt ihr auf jeden Fall auffangen und einfach dorthin bringen, wo die wilde Karde weiter wachsen soll. Ansonsten samt sie sich auch super von selber aus. Was man damit machen kann, zeige ich euch. Normalerweise lasse ich ja die ganzen Spinnweben stehen, denn die Spinnen holen sich die ganzen lästigen Fliegen und Stechmücken. Aber an manchen Stellen will man es einfach sauber haben. Und da hilft dann die wilde Karde. Die kann nämlich super diese Spinnenweben hier aufnehmen. Zack. Und man kommt auch noch gut überall dran. Ihr seht, die bleiben richtig hängen. Perfekt. Idealer Spinnwebenentferner. Und keine Sorge, ihr tötet damit ja keine Spinnen. Ihr entfernt damit nur die lästigen Spinnweben, die manchmal lästig sein können. Die bauen ihre Netze sowieso gleich wieder. Und früher wurden diese vertrockneten Blütenköpfe hier benutzt, um Wollstoffe aufzurauen. Das macht man heute nicht mehr. Aber bei ganz hochwertigen Sachen, wie zum Beispiel bei teuren Billardtischbezügen, da wird es noch verwendet, um diesen Filz aufzurauen. Es ist ja gar nicht so lange her, da haben wir hier diese Wand aufgestellt. Vorne habe ich noch mal Blumen eingesät. Und jetzt schaut mal, wie wunderschön das gekommen ist. Vor allem, wie schön sich das Ganze hier integriert mit den Grünpflanzen. Die werden aber noch blühen. Was schon blüht hier, ist dieser Fuchsschwanz, der blüht grün. Dann habe ich hier eine Kornblume gesehen, die rausspitzt. Wunderschön. Hier kommen Cosmea, auch die werden noch in die Blüte kommen. Und hier schlängelt sich so eine Pflanze hoch. Ich schätze mal, das ist eine Edelwicke. Dann haben ein paar Zuschauer damals in dem Film geschrieben, den verlinke ich euch außerdem hier rein, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Man würde ja das Dach hier gar nicht mehr sehen. Doch, man sieht es wunderbar in der Einfahrt. Hier wird nichts verdrängt. Und auch der Postbote kommt hier wunderbar hin an diesen Briefschlitz. Da müsste man schon sehr dick sein, dass man hier nicht mehr reinkommt. Und die hässlichen Mülleimer, die sind versteckt. Und was haben wir hier für eine unglaublich schnelle Raupe mit vielen Haaren? Das ist die Raupe des braunen Bären, ein wunderschöner Nachtfalter. Und fasst solche Raupen bitte nicht mit der bloßen Hand an, die Haare können giftig sein. Und aus so einer Raupe wird dann so ein schöner Nachtfalter. Und das ist die heutige Ernte. Einmal Bratpaprika, jede Menge.
sogar eine rote dabei. Das sind Pimientos de Padron, kann ich sehr empfehlen, schmecken toll. Ein Fenchel, 3 Eier haben sie nur gelegt, meine Hühner. Hier 2 gerettete Melonen, Petit Gris de Rennes. Blumenkohl, Tomaten, die kommen in den Backofen zusammen mit dem Fenchel und der Karotte. Und getrennt davon gibt es die Pimientos de Padron. Ein Schluck Wein, ein Schluck Sahne. Und ab damit in den Backofen. Und für die Pimientos de Padron kommt einfach Öl in die Pfanne. Ja, da braucht man ein bisschen mehr. Und dann kommen die Bratpaprika rein. Ein bisschen Knoblauch dazu. Grobes Salz, nicht zu knapp. Und immer wieder durchschwenken. Nicht zu scharf anbraten, wie bei mir hier. Noch ein kleiner Tipp von mir, damit sie nicht platzen und das Fett spritzt, einfach mit einem scharfen Messer jede einmal so ein bisschen anstechen. Magst du Pimientos de Padron? Ja. Mit Knoblauch und Salz. Und es gibt nicht überbackenen Blumenkohl. Aber es schaut schön aus, ne? Zeugs. Ja. Jede Menge Zeug, das du magst. Also Fenchel, Karotten. Oh, und Blumenkohl schön durch. Blumenkohl, Pimientos und Grünzeug mit Tomaten, Karotten, Fenchel, Chili. Lass dir schmecken. Kleck. Ah, Petersilie vergessen. Thank you. So, trinkst du keinen Wein? Nein. Sauerampfer. Oh, ist der schrecklich. Ja, und so gibt's Selbstversorgeressen, Blumenkohl, Fenchel, Karotten und Pimientos de Padron. Und zum Nachtisch die Honigmelone. Kerne natürlich aufbewahren für nächste Saison. Konnte nicht ordentlich ausreifen. Weil es ein Problem gibt, siehst du dann im Video. Standardsatz. Aber trotzdem gut, ne? Mhm. Die letzte, die wir hier hatten, war deutlich süßer, gell? Mhm. Und im Video habe ich ja gefragt, was sind das hier für Früchte? Das ist die Inka-Gurke. Rezept folgt. Jetzt schaut mal, wer wieder da ist. Heinz, kennt ihr vom letzten Video, habt ihr das gesehen? Schaut mal in dieses Video rein, da waren wir im Wald. Ein paar Leute haben geschrieben, was ich für eine Sklavenhaltung hier habe bei mir. Schaut mal dort in die Kommentare rein. Einerseits ganz lustig, andererseits tut es auch weh, wenn jemand sowas schreibt. Heinz, Sklave? Ja, also ich hink doch leicht von der Kugel, die ich da die Woche hinter mir hergezogen habe. Und die Peitschenschläge haben schon auch wehgetan. Na, Blödsinn. Ich habe hier eine tolle Woche Urlaub verbracht. Ich habe dir geholfen, wo ich helfen konnte. Es war nicht so, dass ich mich jetzt tot arbeiten musste. Ich habe es genossen. Ich habe ein paar Stunden am Tag was gemacht, was mir Spaß macht. Ja. Ich habe dir es angeboten. Ich war gern hier. Ich kriege hier Kost und Logis. Und nicht nur Nudeln mit Tomatensauce. Es gab lecker Bratwürste. Es gab alles, was man möchte. Wir waren zweimal essen. Richtig. Wir waren sehr lecker essen. Also, ich sag wirklich, das war eine schöne Woche Urlaub. Ja, also mir hat es auch total gut mit euch gefallen, mit Lennart und dir. Die meisten von euch
fanden den Heinz total klasse, genau wie ich. Hat echt Dankeschön. Spaß gemacht. Ja. Ach, und außerdem, Heinz ist noch mal da, weil er auf dem Weg zu seiner Freundin in Wien war, hat sein Auto hier gelassen. Und jetzt bist du wieder hergekommen, ich habe dich vom Zug abgeholt. Richtig. Und nimmst dein Auto noch mal mit. Genau, jetzt steige ich wieder in meine Flocke und fahre heim. Okay. Und außerdem freuen wir uns immer über nette Kommentare. Gerne auch kritisch, aber so beleidigend, es tut echt immer weh. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Dann habe ich noch einen schönen Brief bekommen vom Justus, 14 Jahre alt, und du fragst, wie kann ich denn bei der Saatgutverlosung teilnehmen? Ganz einfach, bleib dran, am besten abonnierst du jetzt den Kanal, dann verpasst du nichts. Die Saatgutverlosung wird irgendwann im Winter stattfinden. So saftig, so süß. Klasse. Die waren nicht süß.